Hinaus zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Beim letzten Mal haben wir Kurs gesetzt zum letzten Unterwasserabenteuer, zum Black Trench, und haben nun alle, Schmugglerhöhlen als auch Unterwasser-Schiffswracks ausgekundschaftet und abgeschlossen. Dafür gab es sogar nochmal einen Abstergo-Eintrag. Und sind nun kurz vor Ende der letzten Episode noch in Havanna wieder vor Anker gegangen. Wie ich es schon vermutet hatte, befindet sich hier nämlich in der Stadt der letzte für uns zumindest erforderliche Templer-Auftrag. Oder die Templerjagd, besser gesagt. Um dann quasi auf unserer Insel, der Great Inagua, oder ich glaube, so hieß sie, die Rüstung nämlich an uns zu nehmen. Vor langer Zeit hatten wir damals mal den ersten Schlüssel von dem französischen Templer Ducasse erbeutet. Und dieser Kreislauf wird sich bald schließen. Angriff auf das Assassinenbüro. Die Templerjagd. Rona Dinsmore. Ihr seid Rona, stimmt's? Kenway, ihr sucht nach Ärger, schätze ich. Immer noch so charmant wie früher. Immer noch so aufdringlich wie ein Furunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid. Wie kamt ihr zu diesem Geistesblitz? Womöglich habe ich einem dieser Templerknaben, die ihr so gern habt, ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch. Eure Mission war erfolgreich. Kann ich es wieder gut machen? Seid ihr nüchtern genug für eine Zielübung? Was tut man nicht für eine Lady? Helft mir gegen diese Männer! Okay. Die kommen von überall! Dann werden sie aber auch von überall sterben. Da war der Knalleffekt. Ich habe mehr als genug Pulver, um sie auszuschalten. Wo ist denn das andere? Ja. Stellt einen Pass auf, wo sie es nicht erwarten. Okay. Na komm, eins schaffe ich noch. Naja, ohne dass Leute in der Nähe sind, bringt das ja herzlich wenig, ne? Die kommen von überall! Schießt auf das Pulverfass! Du bist am Ende! Bam! Bring dein Pulverfass dort hinüber! Die Pistolenschwerter sind schon geil mit der. Mit dem Finisher-Move. Nehmt einen Pass. Legt eine Falle. Da war ich doch gerade eben, Alter. Gut, dann packe ich das andere halt noch hier nach vorne. Soll mir auch rechtens sein. Dann liegen da hinten halt jetzt zwei. Deckt den rechten Eingang. Schießt auf das Pulverfass. Ach, scheiße. Au. Alter, wie viele kommen denn dann noch? Komm, ich find's auch witzig, ne? Es ist komplett unlogisch, dass die halt nur in Wellen kommen. Alter, wie schnell seid ihr denn?
was schaffe ich noch? Ha. Oh, Alter. Schönes Ding. Hey. Oh, reicht das nun? Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein? Besser als eure alte Persönlichkeit. Fürwahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templerverehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona, ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert, lass ich euch rufen. Okay. Das ging schnell. Ein Dieb auf dem Markt. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? Ja, da ich unpässlich bin und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem, nicht schafft eines. Ja, Mama. Worum geht es? Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Ein aufdringliches Furunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. Wir geben uns Mühe, das nicht unbedingt zu verkacken. Aber erst einmal müssen wir da hinkommen. Sag mal so, wer hier nicht lebt, ne, der würde sich in den Gassen ultra schnell verlaufen. Más honrada, pero podría llevar una doble vida. Este podría ser mi disfraz virtual. ¿Tú qué? ¡Mi disfraz virtual! Wow. Y combatir el crimen robando. Ich darf jetzt wirklich das Anlage gebrauchen. Ach, Edward, Alter. Ist auf jeden Fall näher dran als ich. Dann halt so, aber wir können ja immer noch killen. Oder zumindest den machen. Das geht auch.
und wieder zurück zur nächsten Templerjagdmission. Wow! Beim letzten Mal waren es noch knapp 1000 Ränge weniger. Ne, 1000 Plätze mehr, sage ich. Wie viele Messer habe ich jetzt eigentlich? Immer noch nur eins. Wobei ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe, wo das überhaupt herkommt. So, Madame. Rüstungswettlauf. Was habt ihr erfahren? Ich habe einen Taschendieb erwischt. Er hatte eine Karte. Irgendwas mit Lagerhäusern und Schwarzpulver. Ich habe auch nachgeforscht. Eines ist offenbar. Dieser Templerschuft leitet die ganze Operation. Hillary Flint. Der Name stand auch auf der Karte. Mit Taschendieben finanziert er ein Wettrüsten. Gegen wen? Mich. Und er gewinnt vermutlich. Ja, doch mit der Karte können wir seine Waffenlager zerstören. Worauf warten wir? Let's go! Na dann, setzen wir uns mal in Bewegung. Kommt's eigentlich mit? Nö. Warum auch? Wenn man sich aufteilen würde, dann wären wir ja auch schneller fertig. Aber nein. Irgendwo rein? Ja, kommt man. So, mit denen ist schon mal. Die werden sich dann nicht mehr mit einmischen ins Geschehen. Eins von drei passé. Wenn das bei den anderen beiden genauso easy ist, das ist ja lächerlich. Dass der noch nicht mal auf die Situationslage klarkommt, weißt du, da wurde gerade einer gekillt und naja. Ja, kannst du ruhig plündern. Bedien dich. Das haben wir auch. Na, du Kleiner. Ganz normal verhalten, nix los. Der gerade mit der Musketenman, der hatte ja mit der Situation noch nicht mal irgendwas zu tun gehabt.
Alter, das geht aber ganz schön auf den Nacken bei dem Typen. So, wie kommen wir am besten hier gleich wieder raus? Nichts los, nichts los. Oh, damn it. Ah, okay, aber die Mission ist geschafft. Das ist schon mal wichtig. Jetzt müssen wir nur die Sache irgendwie erstmal klären. Oh. Auf die Weise definitiv nicht. Reichen, um die Verfolger abzuschütteln. Wow, diesmal mal nicht direkt an dem Büro. Flints Ende. Erinnert mich ein bisschen an den Schatzplaneten. Auch wenn es da ein anderer Flint gewesen ist. Edward, wir haben diesen Templerschuft Flint eines Großteils seiner Macht beraubt. Das Einzige, was noch zwischen euch und dem Schlüssel steht, ist Flint persönlich. Habt ihr schon eine Idee parat? Ich werde gegen ihn kämpfen. Und ihr kommt von hinten. Vorsichtig, und ihr kennt den Rest. Plötzlich so zimperlich, Rona. Bringt ihr es selbst nicht übers Herz? Das ist es nicht. Ihr sollt nur nicht denken, dass ich euch sage, was ihr tun sollt. Eure Verletzung muss zu einer Art Fieber geführt haben. Könnt ihr jetzt gehen? Los. Ach, kann nicht schwer zu finden sein, der dreiste Bastard. Er stolziert herum wie der Hahn im Korb. Gebt es zu, Rona. Tief in euch seht ihr diesen Hahn gern stolzieren. Vielleicht seht ihr euch gern in Daumen schrauben, wenn euch die Peitsche nicht reicht, Kenway. Buen día, Rodrigo. Am meisten vermisse ich die Fuchsjagd. Natürlich gibt es jede Menge andere. Ich lenke ihn ab. Ihr um. Hey, Flint! Ha! Kein guter Schütze. Was, Flint? Das ist aber gut, was los, Mann. So macht man das. Ich wusste, dass es so enden würde. Jedoch dachte ich immer, unsere Rollen wären vertauscht. Ich würde glücklicher sterben, wenn ich wüsste, es gibt eine Assassinin weniger. Welch ein Jammer, dass wir niemals gemeinsam auf der rechten Seite gekämpft haben. Wollt ihr zwei einen Moment allein sein? Nein, es ist zu spät. Nimm ihn. Sein Charme ist verbraucht. Lassen wir die Erinnerung an ihn auf ewig ruhen. Besser. Aber da geht er wenigstens nochmal down. Toll, jetzt muss ich den Rest auch noch ausfechten. Sollte reichen. Hat eigentlich noch was dabei gehabt? Wahrscheinlich nicht. Nö. Na ja, gut. Ach so, okay, aus dem Gebiet entkommen. Das habe ich nicht gelesen. Ähm.
Dann halt so. Flints Ende, ja. Das haben wir auch in der Tasche. Genau, wir könnten und wir werden Havanna nun ebenfalls verlassen. Ich bin mindestens genauso glücklich wie ihr, meine Lieben. Captain am Ruder! Aber wenn wir es noch schaffen, dann holen wir uns jetzt nämlich noch die Templerrüstung. Die wir zwar nicht tragen werden, aber immerhin haben wir sie dann schon mal mit für die Vervollständigung im Sack. Ja, ich meine, es ist auch eine gute Reise, ne? Mehr Segel! Alle Segel! Schlechtes Wetter voraus, Captain! Die steife Brise. Sofern der Wind von hinten kommt, umso besser. Dann können wir doch wenigstens mal die Segel ausbreiten. Nee, heute nicht mehr, Jungs. Heute nicht mehr. Ich wollte jetzt damit nicht bezwecken, dass ihr aufhört zu singen. Das war nicht meine Intention dahinter. So viele Schiffe vor Anker. With the bosom's fit. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie.
Natürlich. Harponieren können wir ihn nicht, aber da hat er sich mal selber gerade gezeigt, der weiße Wal. Das war doch gerade Scam, Alter. Guck mal, ich bin hier, aber du kriegst mich nicht. Nee. Aber vielleicht irgendwann mal wieder. He tried to jump the five off it and landed in the rip. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. This wonderful old ram, sir, it grew two odds of brass. One grew out of his shoulder blade, the other turned into a mast. That's a lie, that's a lie, that's a lie, lie, lie. The crew of the good ship Jack, ties handsome, strong and brave. The finest crowd of sailors had ever sailed over the wave. That's a lie, that's a lie, that's a lie. Ja, das mit dem Mond sieht auch richtig geil aus. Was ich schade finde ist, ne, wir haben selber keine Speer oder keinen Ausguck so richtig. Wir haben keinen, der irgendwo oben in der Takelage rumhängt. Bisschen fragwürdig, wer dann das Fernrohr eigentlich bedient. Kann zwar Kenway selber sein, logisch, aber einer aus der Perspektive. Nur mal so gesagt. Also ich muss sagen, das Lied, was gerade als letztes gespielt wurde, war schon ganz geil. Der Timer ist zwar nicht so geil, wie das letzte genannte Shanti von ihm gerade, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Also zumindest hier vor Anker zu gehen, ne? Dann holen wir uns halt die Rüstung erst beim nächsten Mal. Aber das macht nichts. Wir sind schon mal ein verdammt gutes Stück weitergekommen. Und in der Hinsicht hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed Black Flag.